Guten Tag, meine Damen und Herren. Im heutigen Guide geht es um die Legende Bloodhound. Diese hat, so wie die anderen auch, drei Fähigkeiten. Einmal eine passive Fähigkeit, die Tracker-Fähigkeit, dann eine taktische Fähigkeit namens Auge des Allvaters und die ultimative Fähigkeit mit dem Namen Herr der Jagd. Zuallererst schauen wir uns kurz die passive Fähigkeit Tracker an. Tracker deckt für euch Spuren von Feinden auf, die vor kurzem noch an der Stelle waren, an der ihr gerade seid. Das heißt, ihr könnt bereits damit, ohne überhaupt irgendwas zu drücken, sagen, ob hier Feinde waren oder nicht, also gerade vor kurzem, beziehungsweise ob sie sich noch direkt bei euch aufhalten. Zum Scouten ist dieser Charakter also bereits mit der passiven Fähigkeit optimal geeignet. Wenn ihr einen etwas tieferen Einblick in die ganze Sache haben wollt, dann solltet ihr die taktische Fähigkeit nutzen, und zwar mit Q, das Auge des Allvaters. Diese Fähigkeit enthüllt kurzzeitig alle gegnerischen Aktivitäten, die sich vor kurzem in eurem Bereich abgespielt haben. Zum Beispiel könnt ihr sehen, ob jemand Türen benutzt hat oder nachgeladen hat oder aufgehoben wurde oder sich regeneriert hat und so weiter und so fort. Das Ganze seht ihr auch mit Zeitangabe, also vor wie vielen Sekunden die ganze Geschichte passiert ist. Somit könnt ihr noch besser einkreisen, ob da jetzt gerade ein Feind direkt in der Nähe ist. Bei dieser und auch der vorherigen Fähigkeit müsst ihr auf jeden Fall beachten, dass eure Kollegen diese Sachen nicht sehen. Das heißt, wenn ihr das kenntlich machen wollt für eure Mitspieler, dann müsst ihr das auch auf jeden Fall anpingen. Wenn ihr es anpingt, dann sehen es eure Leute auch, also diesen einen Punkt. Und eure Figur spricht auch aus, was da los war. Zum Beispiel, hier hat sich gerade jemand regeneriert oder hier hat jemand vor kurzem geschossen oder ist gelaufen, hat eine Tür geöffnet und so weiter und so fort. Das heißt, das teilt ihr am besten immer direkt mit, wenn ihr sowas seht. Die ultimative Fähigkeit ist die Herr der Jagdfähigkeit. Wenn ihr diese einschaltet, dann verfärbt sich eure gesamte Sicht und eure Feinde werden rot hervorgehoben, auch auf weite Distanzen. Ihr seid auch viel schneller im Herr der Jagd-Modus. Diese Fähigkeit ist auch mit den vorherigen Fähigkeiten kombinierbar. Ihr könnt auch auf extreme Distanzen mit einem Sniper-Rifle zum Beispiel die Leute einfach wegholen. Und sie wissen gar nicht, woher ihr kommt oder woher ihr schießt, ihr steht ewig weit weg und könnt sie trotzdem klatschen. Das ist auch schon mal eine generelle Herangehensweise mit diesem Charakter. Man kann mit ihm aber auch sehr gut in den Close-Range-Kampf gehen, da man eben oftmals weiß, wo die Gegner stehen. Ihr könntet einfach zwei Close-Range-Waffen dabei haben, eine MP und eine Schrotflinte, oder ihr spielt mit dem Charakter eben einfach auf Long-Range, mit einem Scharfschützengewehr. Wobei ihr als Zweitwaffe dennoch irgendwas für die Nahe-Distanz haben solltet, falls euch jemand überrumpeln sollte. An sich kann das euch aber eigentlich nicht passieren, dass ihr überrumpelt werdet. Mit dieser Legende kommt ihr auch eher nicht in Situationen, in denen ihr auf einmal überrascht werdet von Gegnern, weil ihr eben schon im Vorfeld sehen könnt, ob da jemand vor 30 Sekunden gelaufen ist, bereits mit eurer passiven Fähigkeit. Was ihr wirklich nicht vergessen dürft, ist, dass ihr eurem Team immer wieder sagt, wo was ist, weil sie diese Hinweise nicht sehen. Auch wenn ihr in eurem Beast-Mode seid, können eure Mates nicht sehen oder wissen, was da gerade abgeht. Das heißt, ihr solltet immer und immer wieder pingen. Wenn ihr mit den Leuten sprecht, dann am besten einfach direkt durchgeben, hey Leute, da sind drei hinter der Mauer, lasst uns mal rangehen, ja? So könnt ihr direkte Ansagen geben, wo, was, wie und warum stattfand oder stattfindet. Kurzum, wer gerne den Überblick über die Situation hat und das Team anweisen möchte, der sollte auf jeden Fall Bloodhound spielen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, der Guide konnte euch ein wenig unter die Arme greifen. Hasselt ordentlich rein. Dankeschön für die Kommentare und die Däumchen. Wir sehen uns, wir hören uns. Ciao, ciao.